Das ist der Stoff. Wo ist die Probe? Hier ist Eisen. Die stehen drin. Hier fängt Eisen an. Ne, das ist Blei. Cola. Ne, hier ist Blei, hier drunter. Siehst du? Okay. Hinter dir. Blei kannst du mit dem Taucher. Blei ist immer gut. Aber erfahrungsmäßig geht's auch ganz schön ab. Wenn du das wirklich auf Maximum setzt, deine Erfahrung mit diesen 10.000 Fackeln, dann kriegst du wahrscheinlich auch sehr schnell deine Level zusammen bei sowas. Ist so schön. Also, echt, ja. Bei 10.000-fach finde ich schon echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das geht. Also wenn du Singleplayer machst, geht glaube ich maximal 200. Ja, das ist auch schon super. Macht alles andere dann noch super leicht und dann kommst du unter. Spockst du die Zombies einfach ins Nirvana, brauchst nicht mal irgendwas. Oh, macht Mining Spaß. Hola. Hola. Blei. Steine, die auf den Kopf fallen. So ein Ding hätten wir mal in der letzten Version finden müssen. Was? Oder? Nee, Blei. Da gab's ja nicht, komischerweise. Ich glaube, da gab's irgendwo, aber. Nee, wir haben das Blei doch immer nur aus diesen Steinen oberirdisch gekriegt. Ach ja, ja hier die Ressourcensteine. Ja, ja. Was jetzt normale Steine sind. Ne? Die wären mal am Arsch gewesen. Ja, es gab ja gar kein Blei irgendwie. Ja, gab schon, aber wir hatten halt einfach Heck. Meistens stoße ich immer auf Blei, wenn ich gerade eine Basis ausbuddel, da denke ich mir toll, genau unter der Besen, riesengroßes Blei verschwunden. Ja, aber sehr froh, dass du es hast. Dann hebe ich das so weit aus, dass ich vergesse, wo ich überall gegraben habe, meine Bechstoffe und hab. Habe ich auch schon gehabt. Dachte ich, yes. Du hast Blei. Ja, stopf mal alle Löcher zu. Baue ich irgendwann auf einmal kracht das zusammen, weil ich ein riesen Loch vergessen habe. Aber ich hatte Blei. Ja. Und wahrscheinlich ist alles kaputt gegangen. Hier ist Eisen. Ja, alles nicht, aber im Großteil. Immer ist ja, wenn deine Base zusammenkracht, fühlen sich die Steine, die eigentlich halten würden, animiert mit zusammenzukommen. Ah, okay. Und das war dann nicht mehr toll. Hola! Nitrat? Wir haben alles da. Na, Gold wäre doch nicht schlecht. Hab ich schon. Hast schon Goldklumpen? Ja. Habe ich auch welche? Oh ja, ich habe einen Diamant. Und Silber. Ach ja, das Blei fließt. Kohle! Ölschiefer fehlt noch, aber Ölschiefer ist eigentlich kein Problem. Oder? Ölschiefer gibt's nur in der Wüste. Ja, aber mehr als nicht. Ölschiefer haben wir kein Problem, wir haben ja vor der Haustür mehr als genug da liegen. Ja. Als wir so einen Tunnel gegraben haben, haben wir welche gefunden. Ja.
Hey, hier unter 19 finde ich halt todesschwer. Hey, ist ja schon schön, dass du weißt, oberirdisch die Spuls ist, aber gibt halt wirklich wenig Kohle, finde ich. Andererseits in dem verbrannten Biom kannst du überall Kohle herkriegen, oder? Alles was Holz ist, also ja. Verbrannte Holz. Da ist überall Holz. Ja, kriegst du, aber das dauert, bis du da was zusammen hast. Jo. Wenn man eine Art Köhler köhlern könnte, wäre gut. Jo. Ja, theoretisch hast du ja Kohle, wenn du Holz verbrennst. Bei Ark schön, du hast Lagerfeuer gemacht. Wenn du dein Fleisch hier gebraten hast mit Holz, dann hast du automatisch immer Holzkohle bekommen. Ah, das haben sie in Minecraft auch eingebaut gehabt. Minecraft-Quatsch. Entstrandet war das auch eingebaut. Ja. Immer wenn dein Feuer ausgegangen ist, konntest du einmal Holzkohle rausnehmen. Ja. Da kannst du halt immer schnell deine Munition mitmachen, beziehungsweise Schießpulver. Naja, damit konntest du auch Schießpulver herstellen, aber du hast es eigentlich mehr zum Schmelzen gebraucht oder zum Brotbacken. Oh, nochmal Silber. Ich hoffe ja mal, dass die das irgendwann einbauen. Ach ja. Das ist eine riesige Kohlequelle. 32.000 Erfahrung. Auf den Cheat aus. Ich glaube, wir haben doch dieses Anti-Cheat-Ding an. Das geht doch sonst gar nicht mehr, oder? Ich könnte schon cheaten, aber da muss ich nicht. Ich hab Gold. Ich bin froh, dass sie das wenigstens verbessert haben. Weil anfangs konnte ich das Spiel nicht aufnehmen, solange dieses Easy Anti-Cheat an war. Das hat verhindert, dass ich aufnehmen konnte. Ich habe keine Ahnung warum. Dein Programm als eine Art Wiederkannt oder so. Ja, vielleicht. Ist so manchmal. Oh, jetzt fängt schon Eisen an. Oh, der Gegenstand ist repariert. Ja, ich muss schon zweimal reparieren. Ich muss was drittes Mal reparieren schon. Ich gehe oben im Bohren. Wir haben nur diesen einen alten hier. Der ist gut. Dann nimm du ihn doch. Nein. Du musst das große Fahrrad nehmen. Damals auch mein bestes Fahrrad bekommen. Ja, das war dein bestes Fahrrad. Da sind die Kugeln rausgefallen vom Kugellager. Ist egal, es hat funktioniert. Naja, auch nicht wirklich. Ich habe ganz oft getreten und es ist ins Leere gelaufen. Aber wir sind angekommen. Ja. Und du warst dann mittlerweile noch so faul, dass ich an mir festgehalten hast, damit ich nicht mitziehe. Ich habe dich nur abgehärtet für spätere Leben. Hab ich alles nur aus Liebe getan. Ja. Schatz, ich habe die Strafanzeige nur aus Liebe dir in die Schuhe geschoben. Aus Liebe, nicht ins Gefängnis zu müssen. Wenn es Nacht wird, müssen wir damit rechnen, dass die hier reinkommen? Ja. Ach, die finden uns eh nicht. Das ist teure Wild, wir haben die Erdbohrung. Ich sehe es schon kommen, wir versuchen dann hier irgendwie verzweifelt rauszukommen, während die uns abschlachten. Einem Blutmund war es schlimmer. Spätestens wenn die Dicken mit der Bombe um die Brust kommen. Ja, erst wenn die explodieren, wird's übel. Wenn die dann hier reinspringen, dann wird's. Wir könnten hier oben ein bisschen Erde hinmachen, dass sie uns nicht finden. Die finden uns schon. Ja, die wissen ja automatisch, wo du bist. Das ist eigentlich echt komisch. Das fand ich früher besser. Wenn es dir wirklich mal richtig scheiße ging, da hast du dich beim Blutmund echt unten eingegraben in der Wartung.
dann nicht. Also. Ja, jetzt kannst du so die Herausforderung leicht nehmen, oder? Ja, du hast da irgendwann von dir aus schon gesagt, komm scheiße, ich geh jetzt wieder raus, mach Speed nutzen. Aber es hat halt, es frisst halt unglaublich Ressourcen, der Blutmond. Ja, das könntest du damit halt verbrennen und kannst du echt sagen, gut, ich habe jetzt gar kein Glück gehabt, keine Ressourcen gefunden, dann muss ich mich halt mal verstecken. Oh, Nitrat. Ja. Kohle! Da ist ein Brocken abgefallen. Ach, egal. Nitrat. Dieses weiße Pulver. Weiß nicht. Oh, du hast recht, wir haben wirklich alles. Wie da rauskommt. Und wie wenig Munition das wahrscheinlich ergibt, oder? Das geht, du kriegst schon gut Munition. All die richtig gute Durchschlagskräftige nicht so viel, aber ich kann das schon. Ja. Ich muss vielleicht wirklich mal die ein paar Sachen noch leveln von meinen Waffen vor allem. Ich habe das Maschinengewehr gelevelt, aber ich glaube, ich muss die Schrot vielleicht mal leveln. Schrot habe ich einmal gar nicht, glaube ich. Ja, das merkt man jetzt, glaube ich. Oh, hier ist wieder Blei. Ich kann mir vorstellen, wenn wir das dann alles auf Maximum haben, dass es dann wieder ein bisschen einfacher wird. So. Sollte es. Dann hilft dir das eben. Sonst wäre es merkwürdig, wenn es nicht leichter wird, wenn du alle Verbesserungen hast. Es wird schwerer. Ich stärke, du wirst es schwerer. Das gab's doch auch in einigen Spielen. Irgendein Spiel gab's da. Da hast dich automatisch zurückgehalten. Da fällt gerade nicht ein welches. Ja, egal. Das gibt schön Schießpuls. Oh, wieder Blei. Also geht's wieder mit Blei los. Oh, hier rechts auch. Ja, aber hinter dem geht's direkt wieder mit Blei los. Ist egal, Blei ist auch nicht verkehrt. Wollen wir mitnehmen. Aber wenn wir weiter so gut finden, dann kann ich jetzt irgendwann wieder ein paar Raketen bauen. Also brauchen wir bloß noch die Munition, oder? Du hast den Sprengkopf schon und du hast die Gehäuse. Das brauchst du doch nicht, das ist bloß noch Schießpulver. Wahrscheinlich kriegst du viel Schießpulver, oder? Ja, ich glaube, die hatten einige. Drauf. Level up! Das investieren wir gleich mal in Hauptader. ...20% mag nicht viel sein, aber es summiert sich halt doch enorm, wenn man viel macht. Ah, ich hab wieder Edelsteine gefunden. Na, du hast auch, glaube ich, dieses Ödlandschätze irgendwann mal gehabt, dass du mehr davon findest. Ich bin nur zur Meinung, ich hab's noch voll. Irgendwie fehlen mir nur drei Bücher. Ach, jetzt werden wir da Eisen. Ah, dreimal Goldnugget. Viel Eisen. Kohle haben wir jetzt alles abgegraben, oder? Wir sollten langsam mal gucken, es wird Nacht. Wir sollten vielleicht langsam nach oben graben, oder? Alles gut. Weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, es wird eventuell nicht so gut ausgehen für uns, wenn wir so weitermachen. Wenn du mich schreien hörst, sind die aber.
Was? Ach, das ist Eisen. Irgendwie ist wirklich alles, was in das Bio gehört. Ich glaube, ich muss langsam zum Motorrad. Ich habe nicht mehr viel Platz. Soll ich dir was abnehmen? Nö, alles gut. Kohle. Ah, die Kohle ist nicht. Ach ja. Also wenn das keinen Schießpulver ergibt, dann. Ich guck mal, was kostet denn das eigentlich? Eins von jedem. Nee, zwei von jedem. Ach da, okay, an der Inventing Station plus 1. Okay, und was brauche ich jetzt für Munition? Sorry, auch Rakete. Schießpulver 15, ja, das ist eigentlich echt okay. Benzin! Benzin ist nicht schlimm, wie gesagt, ich habe mehr als genug Ölschiefer. Die eine ist mit Schrot gefüllt, das wusste ich jetzt auch nicht. Die eine Rakete wird mit grobem Schrot gefüllt. Aber auch genug da. Aber ich glaube, die Explosiven werden uns mehr bringen, weil die würde ich ja dann einsetzen, falls sie doch anfangen hochzukommen. Und nix. Es wird Nacht. Mein Gott. Was ist los? Ah. Wir haben zu tun. So eine Kleinigkeit haben wir jetzt keine Zeit. So wie essen und schlafen, nicht wahr? Genau. Wäre schön, wenn man wirklich keinen Schlaf bräuchte. Jetzt hätten wir so ein paar schaffen würde. Und nicht machen würde wahrscheinlich. Nö, würde ich schon machen. Allerdings hast du dann bei vielen Sachen so einen fließenden Übergang, wie zum Beispiel Arbeiten. Für mich ist es immer so, wenn ich schlafen gehe, dann weiß ich, okay, wenn du aufstehst, musst du wieder arbeiten. Ja, bei der Frühschicht. Bei der Spätschicht wesentlich, wenn du aufstehst, du fängst irgendwas an, klingelt ein paar Stunden später schon wieder das Handy, weil du dich fertig machen musst für die Arbeit. Ah, du stellst dir auch mal einen Wecker bei sowas. Ja, weil ich verpasse uns echt immer einen Anschluss. Ist schon mal passiert, da habe ich was im Garten gemacht. Immer ging ins Telefon. Wo bist denn du? Da im Garten, was ist denn los? Hey, du sollst auf Arbeit kommen, wir haben angefangen. So, oh, scheiße. Ich habe mein Projekt vertieft, da habe ich alle Zeit vergessen. Ja, deshalb stelle ich mir auch bei sowas immer ins Handy. Ja. Jetzt habe ich echt so auf den letzten Gong. Um 12 Uhr muss ich spätestens nach Hause. Ja. Kommen Sie rein? Ja, der ist doch schon hier. Okay, geht's Ihnen. Der schlingt irgendwie was anderes. Ich nicht. Oh, der lebt. Ach nee, der trifft mich die ganze Zeit. Hoppla. Ich hab's irgendwie nicht wahrgenommen. Irgendwie hab ich's nicht wahrgenommen. Irgendwie fehlt mir da ein Arm. Wie könnte das passieren? Ich habe irgendwie dieses Klong Klong gehört, da habe ich gedacht, hä, trifft er die ganze Zeit die Wand oder so? Aber irgendwie ist es auch nicht, habe ich nicht wahrgenommen, dass es rot wird um mich rundherum. Das ist halt das Problem bei Spielen, du merkst nicht, wo die Schmerzen sind. Ja. Irgendwann gibt es ein VR-Spiel mit ganz vielen Sensoren und du wirst es spüren, wenn dir der Arm rausgerissen wird. Willst du das dann wirklich? Ja. Das spielst du, denke ich mal, definitiv besser. Oh, du spielst gar nicht mehr.
Blöd, dann wirst du geflogen. Du weißt schon, dass Spiele eigentlich Unterhaltung bringen, soll nicht die Leute quälen. Geht doch nicht, so nur ein Spiel. Mit echten Schmerzen. Ja, du musst fühlen, was dein Charakter fühlt. Hey, mein Bohrergeräusch ist weg. Ich habe einen Soundbug. Da verstehe ich dich immer besser. Lustig wäre, du könntest natürlich auch ein Gerät, der, ich glaube, das gibt's aber auch schon, ich bin mir nicht ganz sicher, dass dich Gerüche empfinden lässt. Also, dass halt den Geruch von dem, auch was gerade im Spiel passiert, im Raum verteilt. Lecker. Hä? Na, lecker bei Seven Days to Die. Ja, genau, das ist dann natürlich... Ich kann mir Fleisch tun. Schatz, was spielst du so? Ich spiel noch gerade. Ach so, okay. Wird wahrscheinlich dann nicht bei jedem Spiel sich durchsetzen. Ich glaube, bei manchen Spielen willst du das gar nicht an. Oder wie bei Dying Light, wenn du an so einer Gasse vorbeikommst und da alles gammelt, stinkt und verwest in der Ecke. Oh, Dying Light habe ich noch gar nicht angeschaut. Worum geht's denn da? Bist du quasi so einer abgeriegelten Stadt. Bist von so einem Special Trupp, nenne ich mal, so ein Überlebender. Du solltest eigentlich rausfinden, wie es so mit dem Virus vorangeht, mit dem Heilmittel. Wirst dann aber selber gebissen. Und freundet sich da quasi mit den Überlebenden an. Aha, wirst du dann auch zum Zombie, oder? Bei deinen weiß ich. Da gibt es so einen Stoff, der nennt sich Antrizin. Ja, irgendwie so. Den musst du halt immer besorgen, regelmäßig nehmen, damit es nicht verwandelt. Ha. Also du kriegst dann zwischendurch immer mal so eine Kampfanfälle, kurz den Boden sich verwandelt. Aber im Großen und Ganzen macht es dann. Oh, und da musst du halt viele Besorgungstouren machen, Leuten helfen. Da nachts draußen zu sein, ist extrem gefährlich. Also, da gibt es so eine Zombies diesen Abend auch, die nur wesentlich schneller und auch viel stärker. Und musst halt über Parcours über die Häuser abhauen. Kannst aber so gut wie alles betreten, was du da. Dann hast du noch zwei verschiedene Gangs, die sich bekriegen. Weil du als extra Feinde. Auch für Third Person? Oder? Ja. In der Bio Ego. Oh, ein Silbernugget. Also ich find's cool. Und grafisch ist das auch wirklich gut gemacht. Ja, ich hab's mir noch gar nicht angeschaut. Also ich hab schon davon gehört, aber hab's nicht weiter beachtet. Das ist auch nichts, was ich auf meinem Kanal wahrscheinlich so jetzt sagen würde, das muss ich unbedingt spielen. Ja, ich weiß nicht, ob du es bei dir spielen kannst, ist ja impliziert. Ach so. Warum? Ob sie es mittlerweile aufgenommen haben, weiß ich nicht. Ja, ich bin so schwach. Eigentlich ein ganz normales Zombie-Spiel, wo du halt Leute abhackst und verstümmelst, aber ja, gibt es in Deutschland nicht. Deswegen habe ich das in Österreich geguckt. Ah. Ne, dann kann ich auch nicht auf YouTube nachschauen, weil Spiele, die... Obwohl, doch, wahrscheinlich schon. Oh. Sagt dieser Let's Player Keith schon was? Ja, den schaue ich auch. Der hat zum Beispiel Let's Play. Und die wurden noch nicht, gelöscht. Der hat ja gerade mega Probleme damit, dass, deine was passiert denn hier? Zombie? Ach du meine Güte! Viele Zombies, Hilfe! Lauf hoch! Ja, wie denn? Ich bin gefällt? Ah, richtig. Wanderhose oder was? Mir egal, die sollen gehen. Da ist noch einer, oder? Oh, ein Kopf! Der darf hier nicht hochgehen. Das könnte echt übel ausgehen. Wenn der hier explodiert, ich weiß nicht. Ja, dann könnten wir ein Problem bekommen. Wollen wir ein paar Spikes hinstellen, falls wieder welche runterfallen? Ja, nee, nachher renn ich bloß rein. Ja, ist doch auch lustig. Nee, was hat der für Probleme? Der hat gerade einen Strike gekriegt für Mortal Kombat. Okay.
Also der hat in letzter Zeit, YouTube ist gerade, das hat Sarazar damals schon mal gehabt, dass anscheinend ein einzelner Mitarbeiter, der Videos überprüft, was gegen eine einzelne Person hat und dann wirklich alles als 18 macht oder sperrt oder lauter solche Scherze. Oder Videos werden gelöscht einfach von YouTube. Ich weiß auch nicht, was das soll, weil YouTube gibt ja auch keinen, sagt ja auch nicht, warum was nicht funktioniert. Also ich habe jetzt auch bei CETA 3, ich konnte 2... Warte mal kurz, hast du was zu trinken hier? Ja, ach so, ja, Entschuldigung. Oh, Gärungsalkohol hätte ich auch noch. Hilfe. Hä? Ist gut. Wollte nur wissen, ob es Wasser ist. Ja, natürlich. Wasser minus 20. Knackt ja irgendwie jegliche Begründung. Der ist eigentlich so weit gut. Er hat manchmal Ausdrucksweise, wo ich mir sage, okay. Aber er hat nur gesagt, der kann halt mehr oder weniger wachsen. Ja, was ich auch nicht verstehe, ich kann ja auch Videos angeben, dass die speziell für Kinder sind zum Beispiel. Wenn ich jetzt Werbung schalten dürfte, darf die Werbung da nicht geschalten werden. Wenn aber ein Spiel jetzt als 18 angegeben wird, egal ob es von YouTube kommt oder wenn ich das mache, darf ich da keine Werbung anbringen. Warum auch immer. Weil bei Kindern, das sehe ich ein, dass ein Kindervideo keine Werbung geschalten werden darf, sehe ich ein, aber... Ja, was jetzt geschalten werden darf, wird dann einfach nur nicht bringen. Weil die werden denken, Kinder, die werden nicht groß von der Werbung haben. Kinder sind erst recht beeinflussbar von Werbung. Aber das ist meistens Werbung für eine ziemlich unbedingte Person. Ja, aber warum darf dann dürfen dann Spiele ab 18 keine Werbung haben? Weil die ihre Regeln selber nicht mehr kannten. Das ist einfach, da will irgendeiner was sagen und das wird jetzt so gemacht. Allein was mir als Werbung manchmal hier angezeigt wird, Charaktererstellung, das erste, was der Typ macht, wird die Brust von der Frau halt extrem groß gemacht. Ja, das ist ganz seriöse Werbung, die ist für jeden da, das muss so sein. Damit sie lernen, da gibt gar keinen Sinn. Bei irgendeinem Call of Duty war auch das Merkwürdige, dass du kannst auch eingeschränkt nur werbungsfähig sein. Und bei Call of Duty gab es damals bei einem Teil, haben alle YouTuber immer das Problem gehabt, dass es hieß, ist nicht für alle Werbetreibenden geeignet. Werbung wird hier nicht oder Werbung darf nicht geschalten werden. Und wenn Werbung doch für das Video geschalten wurde, dann kam Call of Duty Werbung. Ja, aber ist das, wenn du jetzt ein Spiel hast, was ab 18 ist, dann sollen sie doch Werbung für irgendein Ballerspiel schalten. Macht Sinn, ja. Ja, und da ist doch gut, okay, der jetzt so für Joghurt-Werbung oder so kommt nicht gut, machen wir halt für ein anderes Game Werbung sein. Aber... Soweit scheinen die manchmal nicht zu denken. Ich glaube, die kommen einfach nur nicht mehr klar. Die dürfen eins nicht vergessen, wenn die ihre YouTuber, egal ob groß oder klein, wenn sie die kaputt machen, die laden mit am meisten Videos hoch hier auf YouTube. Die Leute, die Spiele machen. Wir können natürlich auch alle anfangen, Beauty-Videos zu machen oder Trainingsvideos. Und dann irgendwelche Lügen erzählen, also das können wir alle machen, aber das ist kein Problem. Selbst die Spielehersteller haben gesagt, was will YouTube, was stimmt mit denen? Es ist doch für die, finden das doch geil, das ist kostenlose Werbung für die, das ganze Game wird vorgestellt, dem gefällt, der holt sich das ein Spiel. Ja, die haben gesagt, besser kannst du ja nicht sein. Ja eben, wenn die Spiele gut sind. Ich habe mich auch schon von ein paar Spielen inspirieren lassen, weil ich sie gut fand. Bei anderen, und da habe ich gedacht, okay, das hole ich mir, ich finde es gut. YouTube war da mal auf den Richter zeitweise oder irgendein Gericht. Ja, wenn du mit dem Spiel Werbung machst, muss das ja der Spielehersteller kriegen. Der hat gesagt, lass die Leute in Ruhe, ich bin froh, dass der das vorstellt, es auch viele Leute. Naja, das war ganz am Anfang so. Da brauchtest du nämlich tatsächlich eine Erlaubnis von dem Entwickler, dass du das Spiel spielen darfst auf YouTube. Ist jetzt nicht mehr so, weil die festgestellt haben, dass das gut für die ist. Weil wenn das Video gut ist, wenn das Spiel gut ist, dann sehen die Leute nämlich, aha, das ist gut, das möchte ich haben. Ja. Na ja, bei Spielen, wo ich so unsicher bin, war ich mir, na komm, guckst du mal einen kurzen Let's Play an, wie es so anfängt. Und dann sehe ich immer noch, ja okay, könnte was für mich sein. So, ich mit dem Let's Play auf und spiele dasselbe.
Wenn ich halt sehe von vornherein, der ersten 2-3 Folgen fällt mir überhaupt nicht, war es mir nicht gut, dann lass es sein.